das kann natürlich gut sein, lieber Atlas. Das kann natürlich immer sein, dass die sich ein bisschen dran erinnern, wer sie vorher gewesen sind. Das ist aber irgendwie, habe ich so das Gefühl, dass das so ziemlich nah an der Realität ist. Weil immer, wenn man irgendwie Drogen benutzt und diese den Konsum übertreibt, dann wird man immer irgendwie körperlich, sieht man dann anders da aus. So abgefrackt und so zersaust und irgendwie ganz komisch. Und zumindest das, was ich von suchtgefährdeten Leuten so gesehen habe, dass die Körperhygiene vernachlässigen irgendwann und einfach nur noch so aussehen, als wenn sie total abgefragt werden. Natürlich auch viel durch die mediale Industrie, darf man natürlich auch nicht vergessen, dass das auch viel gespielt ist. Aber auch privaten Leuten. Da ist natürlich, das ist, ich glaube, das ist der, das ist, da ist Adam auch nicht viel anders. Das ist aber ziemlich... Ja, da tun sich so ein paar Parallelen auf, ne? Ist natürlich, am Anfang ist es, hat das jeder Mensch noch im Griff, aber später, wenn sich daraus eine Abhängigkeit entwickelt, dann ist das wieder ganz was anderes. Dann versuche ich so zu hacken. Da muss ich nach unten und dann nach hierhin, dann habe ich ein bisschen Ruhe zum Überlegen. Da muss ich auf jeden Fall das Teil nach unten nehmen. Das Teil hierhin, das dahin. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch das hierhin und dann habe ich auch wieder kein Ablenke verwendet, um den Safe zu hacken. Ich glaube aber sowieso, dass es eigentlich scheißegal ist, weil das Hacken, was wir hier benutzen, ist alles nur die Saves, die beinhalten den Stoff, den wir brauchen. Hier geht's nach unten. Hier hat sich ein Splicer wohl. Runter ist die Frage, ob ich da runter möchte. Ja, natürlich. Ich weiß, dass du dich wieder heilen möchtest. Da noch eine Little Sister. Hat der eine kleine Little Sister dabei? Nö, warum eigentlich auch nicht, ne? Waffen-Upgrade! Ich würde gern trotzdem den Chemowerfer weiter benutzen. So, ich habe alles, was ich brauche. Ja, jetzt geh zurück in Lankfords Labor und tu das ganze Zeug in die Befeuchtungsanlage. Das müsste den Nebel eigentlich wegpusten. Ja, alles gut. Das werden wir tun, Atlas. Aber jetzt lass uns erst nochmal in Ruhe alles so ein bisschen rumhacken. So, eins noch nach unten, dann ist super. So, die Rosie ist auf unserer Seite, das ist schön. Okay, die machen das. (lacht)
Ja, das weiß ich. Und ich weiß, dass das schon einige gesagt haben, lieber Splicer. Und du weißt auch, dass da viele verkackt haben. Hier ist noch destilliertes Wasser. Keine Ahnung, ob wir das noch weiterhin brauchen. Ja, goldener Schuss, ist klar, ne? So, Hecken, Hecken, Hecken. Oh, wie fein ist das? Oh, wie fein ist das? Da kommt die Splicer-Dame und da mache ich die gleich nass. Siehst du, ich kann auch so bescheuert lachen. Supi, wunderbar. Dann nach rechts und dann nach oben. Braune nach oben, Kurve, da ist doch eine, super, und dann noch hier eine und dann noch eine Rechtskurve und dann haben wir den Shit auch auf unserer Seite, super, dann heilen wir uns nochmal für 10 Dollar und saufen natürlich nochmal ordentlich einen weg, nochmal einen gequalmt, das ist immer gut, so haben wir alles, was wir brauchen. Jetzt muss ich so eine Dingsbums suchen, aber die ist ja auch hier in der Nähe. Ich möchte hier noch viele Kredenzien sammeln, in der Hoffnung, dass ich dementsprechend auch nochmal eine Upgrade-Station mehr als nur diesen Kondensator da bauen kann. Oder Extraktor oder was weiß ich, was wir da bauen. So, die hat noch einiges an Leben, ist aber nicht mehr auf unserer Seite. Na gut, macht aber nichts. Braucht man nicht mehr, hat gute Dienste geleistet, bis eine Little Sister bekommt. Haben wir hier einen? Versuchst du es mir besonders schwer zu machen? Klar! Na komm, Bubi. Hm? Siehste, Rohrzange, schon wieder eine gesammelt. Und was haben wir hier? Neues Kampftonikum, Photographs Eye. Erhöht die Forschungspunkte, die beim Fotografiert erzielt werden. Ist vielleicht gar nicht Human Inferno. Panzerung, statische Entladung nehme ich mal. Probier es mal. Plasmidbonus, 10%. So, Forschung, erhöhter Schaden plus plus. Was geht ja hier ab? So, jetzt reicht's mir aber mit euch hier, Lümmel. Komm her, Bubi. Na komm, ich weiß, dass du da stehst und du stehst da. Komm her, Mutti. Komm, ich mach dir mal ein zweites Loch ins Becken. Mit der Schrotflinte ins Becken, das ist super. So, dann haben wir den Geheimraum hier gefunden, mehr oder weniger. Mit einem neuen Tonikum. Gibt es hier noch eine Genbank? Ich würde nämlich gerne mal gucken, was wir hier alles so ausrüsten können. Obwohl ich jetzt eigentlich lieber wieder zurück will. Da muss ich dann hier nach oben. Komm, hacken wir mal. Jetzt hacken. So, hier nach oben. Dann das dahin. Supi. Ach, wenn Hacken doch überall so einfach wäre. So. Lazarus Vector Auto-Hacker können wir nicht herstellen, weil wir keine Patronen haben. Okay. Antipersonen-Munition. Super. Jetzt haben wir wieder... So wie sich das anhört, was du da gebastelt hast, schätze ich, du bist der stolze Papa eines nagelneuen Lazarus Vectors. Leg den Vektor an eine Vorrichtung, die zentrale Befeuchtungsanlage wird. Dann stimmt die Luft in dem Laden wieder.
Wunderschön. Supi, dann komm mal her. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was ist das brutalste und obszönste, das der Menschheit je angetan hat? Du. Was war das denn? Burn, Motherfucker! Oh, brennt da jemand? No. Heil ich mich mal, weißt du was, den mach ich jetzt auch gleich kaputt. Ah, wir kriegen sogar zwei, das ist super. Gut, der liefert sich einen Bitchfight. Dann will ich auch gar nicht mich einmischen, großartig. Eine Eve-Spritze, ah, wir sind wieder voll. Hacken wir natürlich. Warum habe ich die Maschine nicht gehackt? Stille dein Verlangen im Zirkus der Wärter. Ja, ja, das Verlangen, ne? Dieses Rumteasen. Ich guck mir was an, was mich zu irgendwas provozieren soll, obwohl ich es nicht brauche. Ja, ja, die ach so tolle freie Marktwirtschaft arbeitet trotzdem mit versteckten Reizen. Man weiß gar nicht, was man kaufen will, bis einem die Unternehmen es so vorsichtig vorgaukeln. Und dann heißt es, okay, ich wollte doch gar nicht so viel ausgeben. Das merkt der Mensch nicht, dass er da drauf in der Regel voll reingefallen ist. Das wird mit allem gemacht. Alkohol, Patronen, super. Jetzt könnte ich theoretisch einen neuen Autohacker basteln. Brauche ich aber nicht. Nee, wegen einer Patrone habe ich nachgeladen. Super. Wunderschön. So, wie lange bin ich am Aufnehmen? 18 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich eine Pause machen will, weil ich habe gerade so richtig Bock eigentlich. Aber man darf auch nicht zu lange am Stück zocken. Der Vater hat dich verlassen, weil du den falschen Gott Na komm her. So, ein bisschen MG verballern. Davon haben wir ja mehr als genug. Leim. Hat er gerade sein Feuer auf die Leiche raufgehauen. Ich würde sagen, das ist blöd gelaufen. Kehre zurück nach Arcadia. Shot nach Arcadia. Super. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Dieser 2 Liter Kanister oder 2,2 Liter Kanister ist eigentlich sehr, sehr geil. Vor allem, wenn man selbst so ein bisschen achten muss, wie viel man trinkt am Tag. Wehre dich nicht gegen das Unvermeidliche. Du musst bald keinen Sauerstoff mehr haben. So, stimmt, da habe ich jetzt aus irgendeinem Grund irgendwas verkackt. So, nach oben, dann hier nach unten und nochmal eins nach unten. War alles nicht so geil. Ja, da bin ich zu schnell runtergelaufen, das war nicht so gut. Mann. Wo wurde ich denn? Was geht denn hier ab, ey? Was hat denn hier überhaupt diesen Alarm verursacht? Das ist ja unglaublich.
Boah, nee, ey. Da weiß ja gar nicht, was abgeht. War das der Ryan, der das einmalig gemacht hat? Weil irgendwie ist hier gar keine Kamera drin. Ich würde gerne noch mal ein paar Fotos schießen. Sprungfoto! Yay! Plasmidbonus! Super! Na komm her! Zu wenig Punkte. Kein Foto geschossen. Wollt ihr mich verarschen? Na dann komm her, Mutti. Alter Schwede. Kuchen mit Cremefüllung ist ziemlich lecker. Waffen-Upgrade-Station geschlossen. Warum ist sie geschlossen?